Schon im März, gegen Ende März. Nun ja, das ist aber auch mal eine Gelegenheit zu testen, wie denn das Auftauen funktioniert. Wenn man also per Fernbedienung die Heizung anmacht und dann abwartet, ob der Schnee wegtaut. Interessant auch die Schneeanhäufung hier am Ladekabel. Das scheint dem nichts auszumachen. Wäre auch schlimm, wenn das so wäre. Mit der Tesla-App auf meinem Telefon muss ich erstmal das Gebläse einschalten und dann die Temperatur innen auf, sagen wir mal, 22 Grad stellen. Über Nacht hatte ich die Batterie auf 73% geladen und mal schauen, wie viel Strom dieses Aufheizen brauchen wird. Es ist 12.07 Uhr und gucken, wie lange das dauert. Gut, die Temperatur außen ist wahrscheinlich so um die 0 Grad. Die Innentemperatur ist auf 22 Grad gestellt und die Gebläse laufen jetzt. Ich bin noch mal gespannt, ob der Strom aus der Haushaltssteckdose, an die das Auto im Moment angeschlossen ist, ausreicht, um genügend Energie bereitzustellen. Und die Haushaltssteckdose ist wirklich nur das. Das ist eben die Haushaltssteckdose. Hier mit dem Kabel von Tesla, was hier mitgeliefert wird. Und bisher hat das wirklich völlig ausgereicht, um immer wieder mal die Batterie aufzuladen. Denn ich muss ja nicht jeden Morgen hunderte von Kilometern Fahrleistung parat haben. 5 Minuten später ist es innen 22 Grad, oder 23 Grad sogar. Aber von außen sieht man noch kein sehr großes Schmelzen. Also super effizient scheint mir das ja nicht zu sein. Natürlich ist es angenehmer, als vielleicht draußen in sibirischer Kälte rumzulaufen, aber es ist ja gar nicht so kalt. Ich glaube, mit der Hand hätte ich das jetzt in einer Minute oder weniger alles frei geräumt. Ganz langsam schmilzt der Schnee hier. Der sich mit der Hand wirklich relativ leicht auf jeden Fall jetzt abkratzen lässt. Hier unten ist doch ein bisschen Eis. Hier erkennt man gut, dass die Innenraumheizung und auch die Scheibenheizung die Kameras frei hält. Hier im oberen Teil der Windschutzscheibe sind ja die vorwärts gerichteten Kameras. Weil dieses Lämpchen hier blinkt am Ladestecker, daran erkennt man, dass der Tesla jetzt Strom aus der Haushaltssteckdose zieht, um innen drin aufzuheizen. Also nach 15, 17 Minuten sieht man hier an der Fahrerseite, dort schmilzt langsam der Schnee ein wenig weg. Aber mein Fazit ist, zum Vorheizen des Innenraums ist dieses System wirklich ideal, weil das innerhalb von wenigen Minuten geschieht und sofort warm ist. Allerdings zum Wegschmelzen von großen Schneemassen, würde ich sagen, ist dieses System nicht sehr geeignet. Obwohl das Auto an der Haushaltssteckdose angeschlossen war, wurde relativ viel Energie verbraucht. Ihr erinnert euch, am Anfang war die Batterie bei 73%, jetzt, etwas über 20 Minuten später, ist sie nur noch bei 71%. Also der Verbrauch ist doch um einiges höher als die 2 Kilowatt, mit denen das Auto von der Haushaltssteckdose aus aufgeladen wird. Ich hoffe, der Clip hat euch gefallen. Ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren und dafür müsst ihr nur auf diesen Knopf hier drücken. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!